when he looks from out of miles away, but nothing here's gonna make me sad. Can take me out, and let me find a way. Summer house, summer motor too. Well, all I want is to be next to you. I'd rather find me to steal a plane. Can take me out, the thing I gotta say. Fury in the Slaughterhouse im ehemaligen Conny Plank Studio. Also ist ja noch das Conny Plank Studio, aber ohne Conny Plank, der von uns gegangen ist. Ihr versucht den Geist hier zu reaktivieren von Conny Plank, oder was macht ihr hier? Nee, darum eigentlich muss man sich nicht kümmern. Ich versuche hier eine Platte aufzunehmen. Und das Studio ist halt einfach klasse. Und das hat die Atmosphäre. Man braucht ihn nicht reaktivieren, weil der ist einfach hier. Also man sitzt denn hier rum im Conny Plank Studio, das eilen immer wieder neue Gerüchte. Jetzt im Moment das neueste Gerücht ist jetzt Meatloaf, ne? Wird uns jetzt nahegetragen, vielleicht da, vier Wochen lang zu supporten. Aber ich weiß nicht, wann ihr genau senden wollt, also da könnte es schon wieder ganz anders aussehen. Aber angeblich soll das so sein, dass wir halt am 26. Juni in Amerika anfangen, machen einen Monat lang Meatloaf-Tour, die ganzen mittleren Staaten, und danach machen wir Osten West Küste Club-Tour. Die buchen sie jetzt auch schon. Wer hat denn den Amerikaner aus dem Zylinder gezaubert? Wo kam der plötzlich her? Der Chef des amerikanischen RCA. Moment, der Amerikaner. Ja, aber vorher gab es ja einen Menschen, den kleinen Dicken mit den dunklen Haaren. Weißt du, habt ihr den getroffen? Der war in Deutschland und er ist dann in die Schulen gegangen, in die Pausenhallen, also, und hat die Leute gefragt, wen irgendwelche englischsprachige deutsche Band sie am besten finden. Und da kamen dann immer Scorpions. Und das Zweite, was immer kam, das wollte er nicht wissen, weil die hatten sie schon. Und dann das Zweite, was wir gesagt haben, war immer Fury. Und dann Fury, sein Plattenladen, hat das ganze Programm gekauft, die ganzen CDs, hat das mit nach Amerika genommen und hat es da so infiltriert zu holen.